Eine der wichtigen Themen im internationalen Handel ist die Bra-1/4-Kenakonomie, die sich mit den Preisunterschieden zwischen verschiedenen Ländern befasst. Besonders interessant ist der Vergleich zwischen Europa und der Thai-1/4-Türkei, da diese Regionen sowohl geografisch als auch ökonomisch eng miteinander verbunden sind. In diesem Video werden wir die GA-1/4-Länder FA-1/4-R die Preisunterschiede in diesen beiden Regionen untersuchen und verstehen, wie sie die Wirtschaft beeinflussen. Europa ist bekannt FA-1/4-R seinen hochentwickelten und stabilen Markt, der von einer Vielzahl von Ländern mit unterschiedlichen Wirtschaftssystemen und politischen Strukturen geprägt ist. Auf der anderen Seite hat die Thai-1/4-Türkei eine aufstrebende Wirtschaft mit einem dynamischen Markt, der sowohl von staatlichen als auch privaten Unternehmen geprägt ist. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in den Preisen wider, die in den beiden Regionen FA-1/4-R ähnliche Produkte und Dienstleistungen gezahlt werden. Ein wichtiger Faktor, der die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai-1/4-Türkei erklärt, ist die unterschiedliche Kaufkraft der Verbraucher in den beiden Regionen. Europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben eine höhere durchschnittliche Einkommen und einen höheren Lebensstandard als die Thai-1/4-Türkei. Dadurch können die Verbraucher in Europa in der Regel mehr FA-1/4-R-Produkte und Dienstleistungen bezahlen als Verbraucher in der Thai-1/4-Türkei. Ein weiterer Grund FA-1/4-R die Preisunterschiede ist die Vielfalt der Marktteilnehmer in Europa im Vergleich zur Thai-1/4-Türkei. In Europa gibt es eine große Anzahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind und um die Gunst der Verbraucher konkurrieren. Dieser Wettbewerb FA-1/4-HRT dazu, dass die Preise FA-1/4-R-Produkte und Dienstleistungen in Europa tendenziell niedriger sind als in der Thai-1/4-Türkei, wo weniger Marktteilnehmer um die begrenzten Ressourcen kämpfen. Darüber hinaus spielen auch die politische und wirtschaftliche Stabilität einer Region eine wichtige Rolle bei der Festlegung von Preisen. Europa gilt als politisch und wirtschaftlich stabil, was dazu beiträgt, dass Verbraucher und Unternehmen Vertrauen in den Markt haben und langfristige Investitionen tätigen. In der Thai-1/4-Türkei hingegen gibt es öfter politische und wirtschaftliche Unsicherheiten, die sich auf die Preise FA-1/4-R-Produkte und Dienstleistungen auswirken können. Ein interessantes Beispiel FA-1/4-R die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai-1/4-Türkei sind die Lebensmittelpreise. In Europa sind Lebensmittel im Allgemeinen teurer als in der Thai-1/4-Türkei, da die Produktionskosten und Qualitätsstandards in Europa höher sind. Verbraucher in Europa sind daher bereit, mehr FA-1/4-R Lebensmittel zu bezahlen, die als sicher und von hoher Qualität gelten. In der Thai-1/4-Türkei hingegen sind Lebensmittel oft gar 1/4 günstiger, da die Produktionskosten niedriger sind und die Verbraucher weniger anspruchsvoll sind. Auch im Bereich der Technologieprodukte gibt es Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai-1/4-Türkei. Europäische Verbraucher haben Zugang zu einer Vielzahl von hochwertigen Technologieprodukten, FA-1/4-R, die sie bereit sind, mehr zu bezahlen. In der Thai-1/4-Türkei hingegen sind Technologieprodukte oft teurer aufgrund von höheren Importzahlen und Steuern, die den Preis FA-1/4-R die Verbraucher erhöhen. Insgesamt lassen sich die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai-1/4-Türkei auf eine Vielzahl von Faktoren zurückführen, darunter die Kaufkraft der Verbraucher, die Vielfalt der Marktteilnehmer, die politische und wirtschaftliche Stabilität sowie die Produktionskosten und Qualitätsstandards. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft beider Regionen besser einschätzen zu können. In Zukunft werden die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai-1/4-Türkei wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben, da sich die Wirtschaften beider Regionen unterschiedlich entwickeln und sich die globalen Handelsbeziehungen verändern. Es ist jedoch wichtig, dass Verbraucher, Unternehmen und Regierungen sich der Preisunterschiede bewusst sind und Maßnahmen ergreifen, um fairen Handel und Wettbewerb zu fördern. Dies wird dazu beitragen, dass die Wirtschaft in Europa und der Thai-1/4-Türkei weiterhin erfolgreich wachsen und sich entwickeln kann.